Es ist wohl die größte Transfersensation der letzten Jahre. Tetri Mays wechselt von Gmunden zu Kapfenberg. Endgültig möglich gemacht wurde die Verpflichtung von Tetri Mays erst durch Partner McDonald's. Andreas Gamsjäger, Geschäftsführer von McDonald's Bruck, Leoben und Judenburg und gleichzeitig Vizepräsident der ECE Puls, ist für seinen Riecher für große Kuhs bekannt. Ja, ich bin dort im Vorstand, das ist richtig und es freut mich, dass wir Tetri Mays, der immerhin schon 38 Jahre ist, hier nach Kapfenberg holen konnten. Es ist wirklich ein super Clou und es ist einmalig, so einen Spieler hier nach Kapfenberg zu bringen. Mays ist ein Spieler, der ja Spiele allein auch entscheiden kann. Bestes Beispiel, das letzte Heimspiel von Gmunden in Kapfenberg, wo er wirklich in der letzten Sekunde den entscheidenden Korb geworfen hat. Ja, ich glaube, man sieht bei der Qualität dieses Spielers, dass er das Spiel beeinflussen kann und das Spiel machen kann und auch die Truppe mitreißen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, der in dieser Saison sehr entscheidend sein wird. Was war der Grund, dass Sie sich als Unternehmer, als McDonald's, Bruck, Leoben, Judenburg entschlossen haben, diesen Spieler für die Kapfenberger zu holen? Ja, ich bin mittlerweile 20 Jahre Sponsor von den Kapfenbergern mit vielen Namen, heute ECE Puls. Und nach einer 20-Jahr-Feier habe ich mich entschlossen, sozusagen als Jubiläumsgeschenk für 20 Jahre, für gute Geschäfte in Bruck und Umgebung und natürlich auch in Kapfenberg, diesen Schritt zu wagen und da in die Tasche zu greifen und die Puls zu unterstützen.